Tadaima to Yasuko zu Harvest Moon Magical Melody am Tag des Pferderennens. Doch bevor wir zum Pferderennen gehen, haben wir noch so einiges zu erledigen. Wie zum Beispiel unsere Pflanzen gießen. Oh yeah, wir haben... Und oh Gott, wir haben Post. Wir haben Post gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Keramikatelier Saibara. Ich bin gerade in den Flusslidhöhen 2 beim Becken des klaren Wasserfalls umgezogen. Ich hoffe, dass du mich dort besuchst. Ja, ole ole, Saibara ist da. Ach ja, ich habe die Gießkanne abgelegt, bevor ich in die Mine gegangen bin. Hehehehe. Zwinker, zwinker. So, ich würde sagen, ich tausche die... so aus. Und... so. Ich lasse heute mal die Brotfrüchte Brotfrüchte sein, weil ich will ja den Kohl und die anderen Sachen, die ich angebaut habe, auch noch gießen, was viel, viel mehr Geld eventuell einbringt. Und ich meine, die Brotfrüchte, die wachsen eh alle 2 Tage nach, also von daher. Oh, hier wohnt übrigens das Saibara. Samstags und feiertags geschlossen, von 6 bis 18 Uhr sonst geöffnet. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine... Wir haben Rasen. Okay, Rasen kann man also auch kriegen. So, wir haben hier einmal Kakao, 3 Kohl. Also das könnten 2 Erdbeerpflanzen sein. So, hier die Ecke und da die Ecke. Oder, nee, warte mal, das sind Erdbeerpflanzen. Und was ist das andere? Das könnte vielleicht eine Blume sein. Na Gott sei Dank ist nichts in der Mitte gewachsen, was irgendwie uns von Belang ist. Das ist auf jeden Fall eine Kartoffel, glaube ich. Und das hier, das schimmert so blau irgendwie. Auf jeden Fall scheinbar haben wir 2 Erdbeerpflanzen. Das Coole ist, durch Gras kann man durchgehen, also kann ich das Ding in der Mitte auch gießen. So. Erdbeerfrüchte, das ist so echt hammermäßig. So, gut, dass wir hier unseren Brunnen haben, den können wir gleich noch mal ein bisschen aufstocken. Und hier unten haben wir den Kohl. Ich sehe keinen Kohl. Die paar Fältchen schaffst du auch noch. Los. So. Das kann man dann später mit einer Sichel ernten und dann haben wir sogar schon
das erste Kuhfutter sozusagen für unsere Kuh, die wir uns dann demnächst irgendwann, wenn wir mal einen Stall haben, uns anschaffen können. So, hier liegt direkt gleich was zu beißen auf der Straße. Das ist supi-dupi, weil wir brauchen Energie, damit wir noch unsere anderen Brotfrüchte... Super, da muss ich ja gar nicht so weit in die Berge laufen. So, jetzt geht's wieder heim. Brotfrüchte gießen. Ach, die nehme ich noch mit. Sozusagen für unterwegs. Kleiner Zwischensnack. Hallo Hase! Ihr könnt übrigens so einige Wildtiere mit Unkraut beglücken, da freuen die sich drüber, habe ich festgestellt. Ah, ich mache 3 Kreuze, wenn ich endlich die silberne Gießkanne habe. Brauchen wir aber leider noch Geld für. Die kostet einiges. Ups, ich sehe gerade, es ist schon 16.20 Uhr. Ich werde mal ganz schnell zum Pferderennen stiefeln. Und danach können wir dann immer noch zu Ende gießen. Das jährliche Frühlingspferderennen fängt gleich an. Ich beantworte Fragen zum Rennen und zur Anmeldung. Ach, wen haben wir denn da? Hey, John! Oh, das tut mir ja furchtbar leid. Wer bist du denn? Das ist seltsam. Bei Fremden ist er sonst scheu. Sehr erfreut. Ich heiße Duke. Du bist offenbar ein Mensch, der Tiere mögen. Den Tiere mögen. Immer an derselben Stelle verhaspel ich mich. Hey Duke, du bist... Doc, lange nicht gesehen. Ja, es ist lange her. Gut, siehst du aus. Freut mich. Dieses Gesicht ist mir neu. Ja, ich bin ja auch gerade erst zum Jahresanfang hergezogen. Echt? Oh, Kenshi, du hast einen Hof? Echt beeindruckend für eine so junge Person. Beneidenswert. Ich wollte in diesem Dorf einen Laden öffnen, aber es ist nicht leicht. Ich auch. Reden wir auch darüber. Na dann, man sieht sich. Habe ich die jetzt kennengelernt? Du bist ja dann... Mann, ich verliere nicht. Mist, ich bin ein super Spieler. Nicht zu fassen, dass ich beim Kartenspielen und beim Würfen verloren habe. Hey, junger Mann, willst du eine Wette für das nächste Rennen machen? Ich verliere bei Rennwetten nicht. Aber wenn ich das Geld setze, habe ich nicht genug für die Heimfahrt. Hey, du siehst gutmütig aus. Ich heiße Dan, ich bin ein Globetrotter. Ich muss dich was fragen. Würdest du mir 1000 G leihen? Niemals. Oh je, eine böse Welt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber eigentlich im Prinzip gibt man ihm so oder so kein Geld. So, jetzt können wir uns frei bewegen. Jetzt quatschen wir mal hier mit Ronald.
Hey, aber siehst du dich gut? Fröhlich und unbeschwert? Das ist mein Lebensmotto. Ja. Wenn ihr wollt, dass der Knabe hier nach Knospendorf zieht, dann müsst ihr 3 Obstbäume pflanzen. Jo. Beim Pferderennen zählt das Gewinnen oder Verlieren nicht. Wie schön, der Sieger gewinnt einen tollen Preis. Ich frage mich, ob du mit mir mithalten kannst. Ja. Hallo Genji, was kann ich für dich tun? So, da wir gar keine Pferde haben oder ähnliches, überhaupt noch keinen Stall haben, wo ein Pferd drin hausen könnte, haben wir natürlich auch nichts, womit wir antreten können. In diesem Harvest Moon Teil ist es ernsthaft so, dass man sogar eher Pferde züchtet, als jetzt in den anderen Harvest Moon Teilen, wo man meistens nur ein Pferd, wenn dann überhaupt, hat. Weil hier kann man halt mit Pferderennen auch Geld verdienen. Und ja, deswegen ist das da ganz nice, sich da ein Tier zu züchten oder so. Ach, meine Tasse ist ja leer, sehe ich gerade. So, jetzt müssen wir die ganzen Rennen sozusagen überspringen. Eigentlich ist es nur wichtig wegen Duke und Duck. Das Rennen zu besuchen, damit man die kennenlernt und die irgendwann dann hier ihren Laden eröffnen. Ich glaube sogar, dass es eine Bar ist. Karl macht, glaube ich, ein Dingsgeschäft auf, wobei... Ah, dann ist ein Foto-Finish, bla bla bla. So, das ist jetzt das letzte Rennen. So. Na los, Theodor, sag, dass die Feier vorbei ist. Das Rennen endet in einem tollen Finish. Leute, hat euch das Rennen dies Jahr gefallen, dann macht das Frühlingspferderennen. Trainiert eure Pferde gut für das Herbstpferderennen. Ja, wer weiß, ob ich da überhaupt so weit bin. Also, bevor ich mir ein Pferd zulege, das wird wahrscheinlich erst im dritten Jahr oder sowas werden, wenn überhaupt. Weil ich möchte ja zuallererst, wenn dann Kühe. Kühe liebe ich. Ich liebe Kühe. Hey, du da drüben. Ah, Gwen. Du kamst in dieses Dorf, um meinen Hof zu führen, ja? Nach dem weiten Weg solltest du auch dein Pferd anmelden. Ja, ich habe aber leider kein Pferd. Du glaubst, du wirst schwer zu schlagen sein? Ich habe in diesem Ort einen Jugendfreund. Ich habe viel von dir gehört. Auf ein Wiedersehen. Ah ja, sie kommt erst ins Dorf gezogen, glaube ich, wenn man... war das, wo ich euch erzählt habe, wegen Kräuter und Fische? Nee, Gemüse und Fische muss man versenden, glaube ich, war das. Ist mir zwar jetzt gerade ein bisschen entfallen. Wie viele? Ob das jetzt 20 oder 30 waren? So, auf jeden Fall sollte ich auch noch ein paar Brotfrüchte bunkern. Käse.
Katze hat mich gerade abgelenkt. So. Jetzt aber Vorsicht. Gut. So, wegpacken. Jetzt eigentlich mit dem... Ach ja, die hatte ich als erstes gegossen. Huff, die Energie hat gerade so gereicht. So. Tagebuch. Safe. Ins Bett gehen. Ja, also das Pferderennen, denke ich, war ganz Duck und Duck getroffen. Und dann hatten wir da diesen Ronald und den Dan, oder wie der heißt, gesehen. Morgen werden wir Regen bekommen. Yeah, morgen wird es regnen. Schön, wenn es regnet, dann bin ich glücklich. Dann muss ich nämlich nicht gießen. Leider heißt es aber heute gießen. So. Ja, das können in der Tat Mondtropfenblumen sein, was ich da gesehen habe. Was? Kacke. Warte mal, habe ich die nicht vielleicht schon auf Silber? Oh mein Gott, ich glaube, warte, wie viel Geld habe ich? Wie viel? Ja! Yes! Ich habe genug Kohle! Ich hoffe nur, der hat mittwochs nicht geschlossen. Nein, Dienstag ist geschlossen! Ole, ole, ole! Oh, geil! Happy, happy, happy! Ich bin so happy day! Yeah! Wir haben nämlich hier... Da! Es ist nur ein Millimeter, aber er ist auf jeden Fall im Silberbereich. Das heißt, wir können uns die Fakt-Silberkanne kaufen für 6000 Gold. Ah, oh, episch! Ah, dann geht's hier richtig ab, ey. Dann geht's hier richtig ab, sag ich euch. Ah, das Blöde ist bloß, der Laden macht erst um 9 auf. Oh, hier voll die Pilze. Was für eine Seuche. Haben wir eigentlich schon... Ja, müssen wir ja gewesen sein, sonst hätten wir ja Ray nicht getroffen. Hier kann man übrigens irgendwie... Ach so, kann ich ja gar nicht. Ist hier irgendwo ein Fisch? Ich würde gerne ein bisschen angeln. Fischi. Ja, es ist 9 Uhr. Yeah. Und jetzt ab zum Laden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los. Also, episch. Mit der Silberkanne in der Hand schwingt der Bauer an sich durchs ganze Land. So, Michael. Scheiße. Warte mal. Das ist jetzt echt scheiße. Wieso hat... Ich hab doch Silberstreifen. Okay, jetzt gieße ich noch ein bisschen. Will die mich verarschen? So, ich gieße jetzt hier noch die
die Brotfruchtsamen und dann aber... Dann muss ja die Silberkanne haben. Ich brauche Silber. Silbersamen. Nein, du blöder Bauer, ey, du bist ein Trampel. Ich ernte die. Das Blöde ist, jetzt habe ich die gegossen und. Das Ernten kostet ja auch nochmal Energie. Oh, Menno, ich brauche jetzt echt die Silberkanne! Da! Endlich! Gott sei Dank! Okay, dann muss man also ein bisschen mehr im Silberbereich sein. Ja, jetzt ist es definitiv im Silberbereich. So. So, ein bisschen aufgetuned. Ja, die silberne Gießkanne! Wir haben sie! Silber, 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 Gold! Mach mich hold! So, einmal auffüllen bitte. Ich weiß immer nicht, ob die noch gefüllt ist oder nicht. Ach, bist du bescheuert, ey. Verbraucht zwar einiges an Energie, aber... Die brauchen wir. Denn wenn wir nämlich jetzt alles super geil gießen können mit der Silberkanne, dann haben wir auch noch schneller Chancen auf fette Kohle. Plus, Jamie. Na, gib dir viel Mühe. Ja, ich gebe mir Mühe. Hey, kleines Eichhörnchen. So. Ah, hier die Mondtropfenblumen. Und... So, und jetzt kann man hier auch den Kohl ein bisschen tunen. Die Mondtropfen dürften morgen soweit sein. Ach, ist das herrlich. Ich finde es toll, wenn einer ein neues Land besitzt. So, futtern. Dass er dann kein Unkraut mehr hat. Und auch sonst sämtliche Unrat verschwunden ist, wie Baumstümpfe oder... ja gar nicht mehr dabei. Och nee. Warte mal. Terry, 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 den sehe ich da unten. So, den sehe ich hier unten. Bitteschön, Terry. Hm, für mich. Dankeschön, ich bin glücklich. Wie viel Kohle habe ich denn noch? 796, das ist nicht viel. Uhr.
Das hier wird unser Viehland, wofür wir als nächstes ackern müssen. Muss gekocht werden, oh Gott. Jetzt hätte ich den Giftpilz fast gefressen. Da ist noch ein Pilz. Hallo Delfin. Hab grad keinen Fisch dabei, tut mir sorry. So, Pilze. Bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob man Pilze versenden soll. Okay, kurz grübeln. So wird ein Schuh draus. Sehr schön. Okay, ein bisschen acker ich jetzt noch. Wir haben jetzt den 18. 19, 20, 21. Auf jeden Fall kann ich noch Kohl anbauen. Der wird, müsste noch reich. Klar müsste er. So. So, jetzt muss ich mal eben meine Hacke rauskramen. Ein zweiter. Zwei. Eine Musiknote. Note der Uhrmachung. Flüge die Erde unter heftigem Keuchen. Note vieler Kraftreserven. So. Cool, Samen. Ah, hältst du noch durch? Hab ich was zu fressen dabei? Natürlich nicht. So. Dann gehe ich mal heim ins Bett. Und mache dann morgen weiter, wo ich heute aufgehört habe. Vor allen Dingen, ich habe ja jetzt viel mehr Energie. Wie mit der silbernen Kanne ist das so toll. Was ist jetzt los? Ich bekam eine Musiknote. Note der Gartenarbeit. Ach.
legen wir eine herrliche Blumenpracht an. Dies wird die Herzen von Menschen und Tieren erquicken. Note für Gartenarbeit. Ist ja lustig. Hey, ich brauche gar nicht gießen. Ich brauche gar nicht gießen. Ich kann direkt weiter malochen. Obwohl, ernten muss ich noch. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe gestern gar nicht geerntet, oder? Nee, ich habe gestern nicht geerntet. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Ich habe vergessen zu ernten, aber egal. Umso mehr haben wir heute zu tun. Wegen Gartenarbeit, das liegt daran, dass wenn 5 Mondtropfenblumen gleichzeitig an einem Tag blühen, dann bekommt man die Note der Gartenarbeit. Ich habe jetzt eigentlich hier deswegen die gepflanzt, aber scheinbar zählen wild wachsende Mondtropfenblumen auch mit. Weil jetzt eigentlich nur die 2 oder 3 auf dem anderen Landgrundstück soweit sein dürften. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Oh, gerade mal 1000. Das müssen wir heute noch mächtig mehren. Fleißig arbeiten und ganz viele Gartenpflanzen. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass ich schon so viel jetzt erreicht habe. Ich habe es ein bisschen anders gemacht als in dem vorgespielten Teil. Steck ein. So muss das sein. So, ich werde mal einfach so die Klinik besuchen. Als ich kann mich, ich glaube, am 19. oder 20. oder so hatte ich mal Martha getroffen. Weiß ich nicht, ob es ja was mit zu tun hatte. Ah, Regentag werde ich müde. Vielleicht hat es mit der Uhrzeit zu tun oder wie oft man in der Klinik war. Weil ich weiß jetzt echt nicht, wann Martha in den Ort kommt. Ihr fragt euch sicher, hä, wer ist Martha? Martha ist die Sprechstundenhilfe von Alex und unter anderem eine wichtige Person für mich, weil sie sozusagen die Rolle von Siggi übernimmt, was in Harvest Moon und deine Tierparade. Die wird meinen Rucksack vergrößern. Also die erste Erweiterung gibt es ja sozusagen zu kaufen für 1000G, was auch bitter nötig ist. Also man kann ja gar nichts am Anfang. Wisst ihr ja, habt ihr ja selbst gesehen. Und bei Martha muss man dann, glaube ich, mit Garn und so ihre Freundschaft erkaufen, bis sie irgendwann genug Herzen hat und dann macht sie den Rucksack größer und dann kann man immer mehr Zeug mit sich rumschleppen. So, hier haben wir jetzt glaube ich alles abgeerntet, jetzt gehen wir einmal rüber. Hühnerstall brauchen wir, glaube ich, 3000 G. Oh, guckt euch das an. Hier sind die ersten Kohle reif geworden. Ach, jetzt weiß ich, das ist grünes Kraut.
dieses dieses leicht schimmernde. Halt! Oh, Gott sei Dank. Das, dieses leicht schimmernde, was ich da gesehen habe, das ist grünes Kraut bestimmt. Das sah ja immer so ein bisschen anders aus, als man das von der Wildnis her kennt. Weil es sozusagen kultiviert ist. So. Hier habe ich mir Gott sei Dank eine Lücke gelassen. 340 G für so einen Kohl. Ah, nur weil die Qualität des Bodens da viel besser ist. Sonst würde der auch nicht so viel bringen. So. Nachdem ich den Kohl da jetzt abgeerntet habe, kann ich natürlich auch ein bisschen anders dann weiterbauen. So. Bisschen nachhaken mit dem so. Muss ich kurz gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Was haben wir hier? Rübensamen. Ne, die Kohlsamen bringen wir hier aus. Weil hier die Erde so gut ist. Hier drüben können wir dann meinetwegen die Rübensamen machen. Hier ist die Erde nicht ganz so spitze. Ein bisschen Geld gefunden. Na komm, ich will noch. So und so. Die zwei Rübensamen will ich hier noch pflanzen. So. Nein! Ja. Fail. Und Tatsache, wir haben zwei Erdbeerpflanzen. So. So, bevor ich die Blume jetzt versende, gucke ich erstmal auf den Platz, weil am 23. steigt ja hier das Blumenfest. Blumenfest geplant. Wann? 23. Frühlingstag von 6 bis 18 Uhr. Knospenplatz. Bring vorher eine Blume. Eine Blume habe ich gerade gebracht. Aber nur um sicher zu gehen, schmeiße ich noch eine rein. So. Nee, das grüne Kraut behalte ich. Das
Mach ich zu Tee. Beziehungsweise zu Kräutertee, ganz klar. Yeah, Kräutertee ist fertig. Jo. Wie spät haben wir es? Beziehungsweise wie viel Zeit? Ach du Scheiße, habe ich echt schon wieder 40 Minuten aufgenommen? Oh Gott, Scheiße. Alles klar, wir sehen uns dann im Mixpart. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.